Sie Lords und Sie Ladies, ich befinde mich hier in der Produktion von Alldarum und neben mir sitzt Harry Geiseler, der Vater dieser ganzen Geschichte hier. Und Harry, stell dich doch mal kurz vor. Ja, gerne, Luz. Moin und herzlich willkommen hier bei Alldarum. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass du gekommen bist und dir die Zeit genommen hast. Ihr seid hier bei Alldarum, wie Luz schon richtig sagt, mitten in der Produktion und dürft heute mal reinschauen, was wir hier so treiben. Mein Name ist Harry, ich bin Erfinder und Gründer der Marke und leidenschaftlicher Rumtrinker und will heute ein bisschen mehr über uns erzählen, sofern du mich lässt. Überhaupt kein Problem, würde ich sagen. Aber wie kommt man denn dazu, in Hamburg Rum zu produzieren? Ja, das war genau unsere Idee. Also es gab ja nicht viele Rums, die in Hamburg produziert wurden und nämlich gar keinen. Und erst recht keinen nachhaltigen Rum. Wir sind ja Deutschlands erster Fairtrade- und Bio-Rum. Wobei wir da eher Wert auf die Rohstoffe legen als auf das Hauptaugenmerk der Nachhaltigkeit im Sinne der Zertifikate, sondern Top-Rohstoffe, gute Verarbeitung und dann eben auch den kleinen Kooperativen in Paraguay. Wir beziehen ja die Melasse auch tatsächlich aus Paraguay hierher und verarbeiten die Rohstoffe direkt. Nämlich den kleinen Kooperativen auch Geld zurückzugeben, nämlich mit jeder verkauften Flasche geht ein bisschen was zurück. Sehr schön. Also trinken für einen guten Zweck sozusagen. So ist es. Ach, je mehr toll. Du trinkst, desto besser ist es für die Umwelt. Krass. Also ihr produziert den Rum hier tatsächlich in Hamburg. Wie macht ihr denn das genau? Naja, also wie ich schon sagte, wir importieren die Zuckerrohrmelasse, die du als Basis, als Rohstoff für den Rum brauchst. Zunächst einmal hierher. Das geht über die Häfen über Paraguay nach Hamburg. Geht im Container hier hin. Wir nehmen die Ware hier an, wird in IBCs, kleine Kubitäner, wirst du vielleicht schon mal gesehen haben, umgefüllt. Und dann wird das Ganze, ich will jetzt nicht zu technisch werden, also denn du möchtest es, angesetzt und hau raus, ja. Angesetzt können wir vielleicht nachher nochmal darüber sprechen, wenn wir direkt rübergehen zur Produktion. Aber wird das Produkt dann angesetzt, zu Alkohol verarbeitet und hier dann letztendlich auch in Flaschen abgefüllt. Also wir versuchen, das gesamte Konzept hier in Hamburg umzusetzen. Vom Import der Rohstoffe über die Weiterverarbeitung bis hin zum Verkauf. Alles aus einer Hand. Gut, du sprichst hier auch gerade Produktion an. Also wenn ich da mal rüber schaue, ich sehe ja keine Fässer. So. Ja. Wie reift ihr denn den Rum? Ich habe gesehen, ja, weißen hatte ich schon mal. Aber brauner Rum ist so ein bisschen Magic. Also ohne Fass. Ich sehe da drüben noch ein paar Edelstahl-Tanks, das ist ja ein bisschen unromantisch. Genau, also das ist unsere Philosophie gewesen. Ich habe damals als leidenschaftlicher Rumtrinker und viel in Südamerika auf Reisen unterwegs gewesen, weil ich ja international Melassen eingekauft habe. Ich habe also geguckt oder hatte die Möglichkeit, weltweit viele Melassen miteinander zu vergleichen. Und darauf kam ich dann mit meinem kleinen Team, wir hatten damals noch ein paar jüngere Kollegen dabei, dazu zu sagen, lass uns das selber machen. Und haben dann gesagt, lass uns einen Rum versuchen zu produzieren, aber in Hamburg. Und dann kam natürlich genau das, was du gesagt hast, das geht doch gar nicht. Lange Reifungszeit. Du musst die Fässer in Hamburg haben. Das dauert Jahre, bis das Produkt fertig ist. Also lass uns einen weißen Rum machen. Den können wir ja relativ schnell destillieren. Und du hast den weißen Rum ja schon probiert, den Alldar Pure White Organic. Ein fantastischer weißer Rum, der sich wirklich tatsächlich auch zum Purtrinken eignet. Aber wir hatten gesagt, wir wollen auch gerne einen braunen Rum machen. So. Und da wir nun hier auch von den Temperaturen nicht unbedingt das Land sind, was eine Reifung entgegen oder mitspricht, haben wir gesagt, welche Punkte müssen wir dort dann schaffen, um einen braunen Rum überhaupt kreieren zu können. Ja klar, Hamburg ist nicht die Karibik, ne? Korrekt, wobei Karibik ist natürlich ein Thema, da haben wir durch die höheren Temperaturen natürlich diesen sogenannten Angel Share, diese Verdunstung des Alkohols, weißt du auch schon, kannst ein Lied von singen, bis zu 10% im Jahr in Deutschland. Durch die niedrigen Temperaturen sind es vielleicht 5% durch die dort verdunsten. Aber am Ende des Tages haben wir gesagt, nein, wir wollen weder lange warten, noch wollen wir lange vorfinanzieren auf eine Reifung. Noch möchten wir am Ende, denn das ist ja der große Nachteil bei der Fassreifung, so sehr wir sie auch schätzen. Also wir wollen hier nicht darüber sprechen, dass eine Fassreifung schlecht ist, sondern wir wollten nur einen Rum schaffen und versuchen, was zu erreichen, was dem Produkt aber keinen Nachteil gibt. Und haben dann eben nachgeschaut, was passiert eigentlich im Fass. Mhm. Und das war letztendlich
der Startschuss für unsere Idee, das ganze Projekt wirklich anzugehen, zu sagen, wir wollen was schaffen, was all diese Nachteile, nämlich des Blendings, also unterschiedliche Geschmäcker, die dann in unterschiedlichen Fässern stattfinden, jahrelange Finanzierung, Wartezeit, um dieses wunderbare Produkt irgendwie zu verkosten. Genau, die ganze Zeit, die da rumreift, die verdient der Ronero ja nichts. Ne? So ist es. Und nicht nur das, sondern es verdunstet viel, es geht weg. Und wenn man sich dann am Ende des Tages mal anschaut, was passiert eigentlich im Fass, dann kann man das relativ gut nachvollziehen. Und das haben wir gemacht. Kann ich mir denn das so vorstellen? Also kippe ich da einfach irgendwie eine Kanne Holzchips in ein Fass und warte dann Monate, Jahre? Was gibt es da Geheimnis? Streut ihr Feenstaub drüber? Ja. Oder? Also das ist vielleicht das, was die meisten glauben, wenn sie davon hören, dass wir, und du hast es ja schon angesprochen, mit Holzchips, Holzwürfeln arbeiten. Das Ganze hat aber einen physikalischen Hintergrund. Ganz einfach, wenn ich ein Fass habe, kommt die Außenhülle des Fasses mit dem Alkohol als Lösungsmittel in Verbindung, aber nicht der Kern des Fasses, und dementsprechend dauert das Ganze, die Reifung auch ein bisschen länger. Kurz gefasst, es gibt noch viel mehr Themen, die dahinter stehen. Aber um es einfach den Zuschauern auch und Zuhörern einfach mal zugänglich zu machen. Durch diese höhere Oberfläche, die ich durch die Holzwürfel habe, habe ich eine Möglichkeit, viel mehr mit dem Lösungsmittel in Verbindung zu bringen. Dazu ist es natürlich wichtig, das geeignete Holz zu verwenden. Das heißt, ich habe genau wie es im Fass passiert, ein gehäckseltes Fass zum Beispiel aus Eiche oder Erle. Unser Name Alder spielt ja auch tatsächlich ein bisschen auf die Erle an, Englisch Alder. Ist es so, dass durch die größere Oberfläche eben auch viel mehr Kontakt mit dem Lösungsmittel Alkohol in Verbindung kommt. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, eben auch einen Prozess, der sehr viel schneller ist. Das ist natürlich nur ein ganz kleiner Baustein dessen, was passieren muss, um eine Fassreifung nachzumachen, passiert. Aber das ist tatsächlich eins der wesentlichen Aspekte, nämlich diese höhere Oberfläche der Holzwürfel, die Farbe und Aroma in das Produkt bringen. Mhm. Simples Reinschmeißen, wie es die Weinhersteller tun. Du hast ja in einem deiner vorherigen Filme dort einen kleinen Versuch gestartet, der ja im Dezember zu sehen sein wird. Ja. Ich bin auch gespannt, kann dir aber sagen, ich wäre überrascht, wenn es anders käme, aber dass das nicht ausreichen wird. Damit wirst du Farbe erreichen, ganz sicher, und du wirst auch wahrscheinlich ein bisschen Holzgeschmack erzeugen. Das ist das, warum es die Weinhersteller nämlich machen, einfach um dem Wein nochmal so einen kleinen Holzkick zu geben. Aber am Ende des Tages wird es nicht dazu reichen, Vanillearomen, Holzaromen, nämlich die Natürlichkeit des Produktes in diesen Rum zu bringen. Wie lange reift denn so ein Rum? Beziehungsweise kann man das irgendwie vergleichen mit den handelsüblichen Rums? Was kommt denn da raus? Also so als quasi Jahresangabe zwischen und. Kannst du da was sagen? Ja, das kann ich. Ich druck's gar nicht herum, weil ich daraus ein großes Geheimnis mache, sondern warum ich ein bisschen zögere, ist, dass die handelsüblichen Rums ja nicht unbedingt auch durch lange Lagerung glänzen, sondern durch andere Aspekte, ohne zu sehr darauf eingehen zu wollen. Aber was uns eben ausmacht, ist, das, was aus dem Holz herauskommt, ist in dem Produkt drin und mehr auch nicht. Ja? Also wir machen da weder irgendwelche Vanille oder Zucker oder sonstige Dinge rein, um das Produkt bekömmlich wirken zu lassen oder daraus ein Likör zu machen. Wir sind kein Likör, wir wollen niemandem so gefallen, um einem die Zuckernote um die Ohren zu hauen, sondern wir wollen ein wirklich naturbelassenes, wir nennen es so gern untouched, ja, ist diese Verdenglischung, aber es ist wirklich so, unser Produkt ist unberührt, und das, was aus dem Eichenholz der amerikanischen Weißeiche herauskommt, das ist in dem Produkt drin und nicht mehr. Und dementsprechend, wenn du jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, auf die Reifungsdauer ansprichst, ist es so, dass wir einige Monate tatsächlich reifen. Das Ganze ist ja nicht simpel einfach Holz rein und warten, sondern das hat ja noch ein bisschen mehr mit was passiert, Oxidation im Fass, solche Dinge, die wir dort erreichen müssen. Das ist also nicht so ganz leicht. Und das alles wirklich genauso, Temperatur, Druck, Sauerstoff, all diese Dinge mit einfließen zu lassen, die in einem Fass wirklich passieren, brauchen wir einige Monate dafür.
und haben aber gleich einen wirklich gleichbleibenden Geschmack. Das heißt, du wirst in unseren, obwohl wir im Stahltank reifen, einen relativ identischen Geschmack erreichen, die du im Fass eben nicht hast. Und wenn du von der Dauer mal zum Vergleich sprichst, als Äquivalent, kannst du davon ausgehen, dass wir mit wenigen Monaten das erreichen, was ein Fass ungefähr in 8 Jahren schafft. Hast du Daumenwert, wie viel Zucker da bummelig rausgelöst wird aus dem Holz? Naja, offiziell gibt es ja so Dinge, die besprochen werden, wie es darf nie mehr als 5 Gramm drin sein, das mehr gibt ein Fass nicht her. Bei uns ist das tatsächlich so, ich würde mal schätzen, wenn du bei uns messen würdest, dass wir vielleicht so um die 3 bis 5 Gramm liegen oder sowas. Das ist ein sehr trockener Rum und er hat nicht diese klassische Süßigkeit, aromatisierende Ausgewogenheit, die man so kennt. Ich spreche jetzt in der Klasse, in der sich unsere Rums ja auch bewegen, sondern du schmeckst wirklich die Natürlichkeit heraus. Und das hilft uns und unseren Rums eben auch dazu, in Longdrinks besonders gut zu glänzen, weil sie, und darauf wollen wir eben hinaus, wir sitzen ja nicht hier, um andere Rums schlecht zu machen, zu sagen, unsere sind ganz toll, sondern unsere Rums sind eben anders. Und das ist uns ganz wichtig. Wir haben ein Produkt geschaffen, die Liebe in dieses Produkt investiert, um eben zu zeigen, wie schmeckt ein Produkt, das wirklich naturbelassen getrunken wird. So, toll. Jetzt hast du mir nämlich den Mund wässrig gemacht. Jetzt ja, und der Tisch ist leer, was soll ich sagen? Wie konnte das passieren? Aber jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt, um mal so einen Alder Rum Pure Brown Organic zu testen. Sehr gerne. Harry, vielen Dank. Du hast uns jetzt versorgt mit dem Alder Rum Pure Brown Organic. Genau. Also da würde ich jetzt erstmal auch eine Nase nehmen. Und der ist, kann ich gar nicht richtig einschätzen. Also vanillig kommt da, bisschen frisch, bisschen Holz. Also ist anders als die Rums, die ich sonst so kenne. Leicht fruchtig, so eine leichte Zitrusnote würde ich da mitriechen. Und natürlich auch etwas Holz. Also hochinteressant und trüb. Nicht ganz klar. Hier auch, genau. Richtig. Es ist ein bisschen trüber, was bei den Naturprodukten häufig der Fall ist. Bei uns ist es so, dass wir in der Produktion sagen, wir filtern nicht zu viel. Lieber einmal zu wenig als zweimal zu viel. Und erst recht nicht mit Kohle oder sonstigen Dingen, was ja gerne mal gemacht wird. Wir haben uns gesagt, wir filtern das Produkt einmal durch und nicht weiter. Das heißt, du hast da, also wenn man wirklich von Unterschiedlichkeit sprechen mag oder auch mal, weil wir ja vorhin das Thema Blending angesprochen haben, ist es so, dass gerade hier durchaus mal ein sehr klares Produkt kommen kann. Aber in erster Linie wird es immer leicht trüb sein. Hängt einfach damit zusammen, dass in den letzten Schwebebestandteilen, die dort zu sehen sind, und man sieht ja wirklich eigentlich nichts, außer dass man ein bisschen trüb das Produkt sieht, also es ist jetzt nichts irgendwie an Holz oder sonstigen Dingen drin, dass sich dort eben die Aromen sammeln. Das macht man dann, wenn man Produkte hat, die eben nicht in irgendeiner Form geschmacklich verändert wurden. Das heißt, kein Zucker, Vanille oder sonstige Dinge, die ja gern mal benutzt werden, das wollten wir eben nicht. Und dementsprechend ist er ein bisschen trübe, tut dem Geschmack aber keinen. Alles gut, ist ein bisschen wie so ein Most, hätte ich mir dann gesagt. Ja, genau. Ja, auch dieses Zusammenspiel, so Vanille und Zitrusnote, spannend. Also mal probieren. Ich würde sagen, Prost. Cheers. Blumig, karamellig, auch so ein bisschen frisch, muss man ja sagen. Aber auch sehr schön holzig. Also steht zum gealterten Rum, wie du sagst, nicht viel nach. Sollte er auch nicht, weil sonst würde unser Prinzip nicht aufgehen. Aber so. Du hast recht. War natürlich ein bisschen Ironie dabei. Aber es ist so,
wenn man einen Unterschied schmeckt, und das tut man, weil das Produkt einen nicht völlig überrennt mit Süße, liegt das daran, dass wir wirklich das, was das Holz hergibt, da drin haben und mehr auch nicht. Und da kann man sich darüber streiten, ob das gut ist oder schlecht. Geschmäcker sind unterschiedlich und jeder muss das trinken, was er mag oder jede. Aber ich kann sagen, dass das Produkt, so wie wir es hier herstellen und wie es aus der Reifung kommt, wirklich naturbelassen ist. Und also auch nicht scharf oder so, also völlig angenehm trinkbar. Und auch so eine leichte frische Note ist da mit drin. Ja. Also ein bisschen quasi was Grasiges, ne? Ja. Und das liegt in erster Linie natürlich an dem weißen Rum, den du ja schon mal vorgestellt hattest. Der, unser Alder Pure White Organic, der natürlich die Basis des braunen Rums darstellt, hat eine sehr grasige Note. Viele sprechen davon, dass er einem Agricole auch sehr nahe kommt. Liegt an der Zuckerrohrmelasse, die wir wirklich importieren. Die hat eine relative Ähnlichkeit zum Zuckerrohrsaft, woraus ja der Agricole hergestellt wird. Und ist am Ende des Tages trotzdem eine Melasse, aber ein so tolles Produkt, und deshalb haben wir sie auch gewählt aus Paraguay, dass wir wirklich am Ende einen weißen Rum, den Alder Pure White Organic, wie ich schon sagte, ja, herausbekommen, der diese Zitrusnote hat, der diese leichte Grasnote hat, den man auch pur trinken kann. Und das ist natürlich immer der Basis des braunen Rums. Das heißt, die Weiterentwicklung und die Reifung im Holz ist natürlich am Ende immer noch ein Alder Pure White Organic. Natürlich. Das ist die Basis des Ganzen. Ja. Weil wir reden jetzt auch schon eine ganze Weile hier, so im Nachklang, ach, schön holzig. Also ich mach das ja. Ja, vielen Dank, finde ich gut. Es ist wirklich ein schönes Produkt. Und gerade weil es eben so unverändert ist, klebt dir nicht der Hals nach dem zweiten Schluck zu oder nach dem dritten, sondern man kann das Produkt ähnlich auch wie ein Cognac, man darf ihm auch immer gern ein bisschen Handwärme geben, dadurch, dass wenig Zucker drin ist, entfaltet es aber die Süße durch die Handwärme. Man kann das wirklich gut genießen und macht Spaß pur, aber am Ende des Tages top in Long Drinks, ist einfach so. Keine Überlastung mit irgendwelchen Noten in Drinks, ob es ein toller Rum Sour ist oder ein mit Ginger Ale und Limettensaft belasteter Drink, hätte ich fast gesagt, ausgeschenkter Drink. Also man kann mit dem Braun ganz viel machen und das ist ja auch das, was im Grunde am Rum das Spannende ist. Also wir zeigen unsere Drinks ja immer gerne als Rum und Tonic in einfacher Variante. Aber trotzdem hast du so viele spannende Aspekte in einem hergestellten Rum, die einem so viele tolle Drinks machen lassen. Durch diese Tiefe auch mit dem Weißen, mit dem Alder Pure White angefangen, simpel mit dem Tonic oder in der Tiefe nachher mit einem Rum Sour. Man kann so viele tolle Drinks mit einem braunen Rum machen. Definitiv. Nicht zu vergessen den Cuba Libre. Also würde mit der Zitrusnote hier super einhergehen. Ja. Ist fast schon so ein bisschen Richtung Sherry-like, was dann noch so im ganz hinteren Nachklang kommt. Also Respekt, mein Lieber. Dass man so aus, wie ich vorhin sagte, unromantischer Edelstahlreifung. Ja. Hinbekommt. Das ist so. Wobei ich muss sagen, Lutz, es ist nun auch so, dass wir den Spaß gönnen wir uns auch immer wieder, auch auf unseren Social Media Kanälen zu sagen, dass wir so ein bisschen von dieser Ohrensessel- und Zigarrenmentalität weg wollen und ein bisschen die Frische und Neue des Produktes einfach auch zeigen wollen. Und dementsprechend passt das Konzept ganz gut für uns. Sehr schön. Ja, Social Media Kanäle packe ich nachher auch noch in die Beschreibung, Top. Wenn du die nennen magst. Ja. Was macht ihr denn noch so hier mit Rums? Das, was ich dir gerade gesagt habe, würden wir auch gern mit den natürlich zukünftigen Alder-Rum-Liebhabern teilen. Wir bieten hier bei uns mitten in der Produktion auch ein Tasting-Event an, bis zu 15 Personen, die buchbar sind über unsere Webseite alder-rum.bio. Hier kann man dann so ein bisschen tiefer einsteigen und vor allem geht es uns in erster Linie darum, was ich gerade sagte, nämlich dieses Ohrensessel und Zigarre, dass man diese schöne Moderne in diesen Drink reinbringt und zeigt hier direkt vor Ort. Und da fängt man an mit einem Rum Tonic, wird dem einen oder anderen bekannt vorkommen.
Das ist so dieser einfache Einstieg in dieses Rum-Thema. Aber man kann durchaus auch ein Daiquiri, das ist unser Begrüßungsdrink hier bei dem Tasting, oder auch einem Rum Sour durchaus weitermachen. Mhm. Was wir auch anbieten, ist dann auch die Lohnherstellung. Wer Lust hat, sein eigenes Brand hier zu machen, das bieten wir an. Ob süß oder nicht so süß, das entscheidet ganz klar ihr. Flasche, Label, wir sind für euch da. Das heißt, wir zeigen euch wirklich von vorn bis zum Ende, wie ihr so ein Produkt wirklich marktreif gestalten könnt. Also, wer Lust hat, gerne über Lutz anfragen. Wir helfen euch gern weiter. Also jetzt bin ich auch mal gespannt, wie produziert ihr den Rum denn hier genau? Das sollten wir uns gleich nochmal zu Gemüte führen und angucken. Ja, die Produktion ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, ganz klar. Aber wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass wir die Melasse, die wir herholen, dann zukünftig mit Hefe ansetzen. Das ist ein sehr technisches Verfahren, aber wenn du magst, kann ich dir gerne ein bisschen tiefer was über die wirklich eigentliche Herstellung des Rums erzählen. Ja, super cool, würde ich mir total gerne angucken. Ja, dann lass uns doch mal rüber in die Produktion gehen. Harry, wir sind jetzt hier in deiner Produktion. Was sehen wir denn hier alles? Ja, du siehst hier tatsächlich schon unsere fertig produzierte Ware. Hier die IBCs, die Intermediate Bulk Container, wie sie so schön heißen, übersetzt. Aha. Da haben wir schon unseren fertig produzierten weißen Rum. Weißen Rum deshalb, weil das, was aus der Destille im ersten Augenblick herauskommt, immer ein weißer Rum ist. Also selbst wenn die Melasse braun und zuckerhaltig ist, am Ende ist es klar und wenig zuckerhaltig. Mhm. Das ist so das, was hier unseren Rum ausmacht. Der Alder Pure White Organic im Grunde. Dieser hat, wenn man das in alter Sprache aussprechen möchte, noch die sogenannte Fassstärke, nämlich liegt bei ca. 70%. Das ist ein, könnte man noch als Overproofed Rum übrigens verkaufen, ist ein sehr leckeres Produkt, muss man aber können, auch diese Größenordnung trinken. Die haben wir hier gelagert und fertig produziert. Und das, was du hier siehst in der Ecke, ist eigentlich gemacht für unsere Destille, die ja zurzeit ein Jahr, anderthalb Wartezeit hat, die wir auch glücklicherweise gerade noch nicht so dringend brauchen, da wir ja, wie ich gerade gesagt habe, fertig produzierten Alkohol haben durch unsere vorherigen Büroräume. Das sind unsere Lagertanks, die du hier siehst. Hier wird gereift, hier wird der weiße Rum unter der sogenannten Fassstärke hineingepumpt, mit Holz versehen und gereift. Und all die Dinge, die eben noch dazugehören, außer dem Holz, die passieren hier auch. Ist natürlich, die Aufbauenden sind hier nicht gemacht. Hängt ein bisschen damit zusammen, dass auch der Optik geschuldet ist. Das heißt, wir wollten dir hier natürlich auch was Schönes präsentieren. Am Ende kommt dann nach der Reifung der Rum hier in die Milchkannen hinein, die jeweils 50 Liter passen. Wir können dann von dort direkt abfüllen. Oh, ich sehe schon, 330 Liter Rum. Pro Tank, ja, genau. Pro Tank? Ja. Wow, krass. Und dann hast du hier sozusagen deine Abfüllanlage. Ja, genau. Unsere super Abfüllanlage. Das Ding ist ein Meisterwerk der Präzision, das muss man ganz klar sagen. Also man muss wirklich davon sprechen, dass dieses unscheinbare Objekt wirklich eine ganze Menge schafft pro Stunde. Mag man gar nicht glauben, aber es gibt im deutschen Markt gar nicht so furchtbar viel. Es gibt noch eine weitere Stufe zu dieser Abfülle, die noch ein bisschen mehr theoretisch schafft, aber dazu musst du dann auch mehr aufbauen. Also am Ende, wenn du mit zwei, drei Personen hier abfüllst, ist das optimal und für unsere Zwecke noch super geeignet. Ja. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Moulinette. Aber gut, wow. Ja, also cool. Ich hätte jetzt gern gezeigt, wie das Ganze funktioniert, aber lustigerweise
hat das Ding, und man mag das gar nicht glauben, das ist wirklich so, hier auch eine Start-Stopp-Automatik drin, das heißt, er füllt wirklich nur so viel ab, wie er soll. Mhm. Und das ist gar nicht so der entscheidende Teil, sondern der entscheidende Teil ist nachher, dass nach dem Abfüllen verkorkt, versiegelt und verpackt wird. Das braucht mehr Zeit als das eigentliche Abfüllen. Also ich sagte dir vorhin ja auch schon, mit dieser kleinen Anlage schaffen wir wirklich mit den wenigen Personen, die wir hier in der Produktion sind, mit unseren knapp 100 Quadratmetern, die wir hier in unseren Produktionsräumen haben, ist ja auch nicht so furchtbar groß, aber schaffen wir 70.000 bis 80.000 Flaschen im Jahr. Respekt, mein Lieber. Ja. Und wie viele Flaschen passen auf so eine Palette hier drauf? Das habe ich mich auch schon gefragt, Lutz, das weiß ich nicht. Oh mein Gott. Das ist ja nur ein kleiner Teil, also das ist die aktuelle Ware, die wir gerade, oder die aktuellen Flaschen, die wir gerade abfüllen. Hier, ich würde mal glauben, das sind so um die 300 Flaschen, glaube ich, oder 400 Flaschen pro Palette, die du dort siehst. Wir haben natürlich noch ein externes Lager, wirklich nur das herzuholen, was wir in Abfüllung und Verarbeitung haben. Damit wir uns hier nicht alles vollstellen, weil wir ja, wie wir vorhin schon auch angedeutet haben, auch Tasting-Events anbieten und auch Lohnproduktion, da brauchen wir immer ein bisschen mehr Platz. Aber hier ist wirklich nur das, was wir wirklich in allererster Linie verarbeiten. Coole Sache, ja, vielen Dank. Also so eine Produktion habe ich auch noch nicht gesehen. Wir sind da nicht ganz durch, also du musst unbedingt noch unseren Laser zeigen, den wir hier haben. Der Laser, genau. Ja, der ist ja eigentlich das Schmuckstück unserer Produktion, wenn du so willst. Denn hier, und das geht ja auch gerade genau darum, wenn man Interesse hat, ein eigenes Produkt herzustellen. Hier sieht man das ganz gut. Hier haben wir gerade produziert unsere Korken. Die lassen sich nämlich gut personalisieren. Das heißt, hier haben wir in dem Falle, weil wir gerade für den Flughafen Duty-Free-Bereich produzieren, die Hammerburg drauf als Symbol Hamburgs natürlich, was sehr schick ist. Aber es lässt sich durchaus auch anderes dort herauflasern. Und das tun wir mit diesem guten Stück. Das ist das hier. Mhm. Da lässt sich alles an Firmenlogo oder auch was man auch immer auf dem Korken drauf haben möchte, herauflasern. Also wirklich, wie du sagtest, hier einmal kannst du deinen Rum voll customizen oder auf alles, ja, den Auftraggeber anpassen. Ja? Genau, also das ist vom Etikett angefangen, dass wir komplett im Kundesinteresse herstellen, aber natürlich auch für uns in erster Linie. Das heißt, der Alderum ist natürlich auch damit gut versorgt. Ja, vielen Dank. Gerne. Ich würde sagen, wir trinken noch mal einen Schluck. Auf jeden Fall noch mal rübersetzen. So, mein Lieber, wieder zurück aus der Produktion hier in deiner kleinen Sitzecke. Ja, der Weg war weit. Aber wir haben es geschafft. Da haben wir uns einen Rum verdient, würde ich sagen. Ne? Und der Braune steht hier noch, der Alder Pure Brown Organic. Hat noch keiner getrunken. Hat uns niemand weggenommen. Super. Schön, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Mein Lieber. Immer wieder gerne. Und vielleicht kannst du das ja an deine Fangemeinschaft weiterbringen. Vielleicht wiederholen wir das mal und sprechen über andere Themen. Das Rum-Thema ist weit und groß. Das auf jeden Fall. Ja, Freunde, wieder für euch sozusagen der Trigger zum Kommentieren. Wenn ihr noch mehr von solchen Gesprächen, Interviews haben wollt, auch gerne wieder mit Harry, dann schreibt es mir doch gerne, sonst kriege ich ja nichts mit davon. Ne? Und wenn ihr das Ganze gut fandet, ihr wisst schon, Daumen hoch geht immer, dann weiß ich Bescheid. Und ansonsten, falls ihr noch nicht abonniert haben solltet, wovon ich überhaupt nicht ausgehe, könnt ihr machen, kostet auch nicht mehr. Ja, mein Lieber, nochmal vielen, vielen Dank. Cheers. Stößchen. Stößchen. Oh, lecker. Geht immer. Schön holzig. Naja, und mir bleibt nicht viel zu sagen, außer tschüss. Cheers. Und bis zum nächsten Mal. Super. Ja. Wir nehmen noch einen Schluck, oder? Auf jeden Fall. Cheers. See you later.